Nina, so heißt die App, die uns in Zukunft über unsere Smartphones warnen soll. Sie informiert über aktuelle Gefahrengebiete und gibt standortbezogene Informationen über die Lage. Nina schätzt das Risiko ein und empfiehlt nicht nur die richtige Verhaltensweise, sondern gibt auch Entwarnung, wenn die Gefahr vorbei ist. Unwetterwarnungen, Großbrände, Störfälle in Industriebetrieben, Bombenentschärfungen, Terroranschläge oder Naturkatastrophen werden von Nina als Benachrichtigung auf das Handy geschickt. Dabei kann es sich um akute Gefahr auf der Straße oder Präventionsmaßnahmen für zu Hause handeln. Seit dem 5. August macht auch Duisburg mit. Und was halten die Duisburger von der Warn-App? Finde ich ganz gut, weil man sollte auch die neuen Medien nutzen, um sowas vielleicht irgendwie zu verbreiten. Wenn gewisse Gefahren auftreten, damit man schnell möglichst viele Menschen davon unterrichtet. Hatte ich drauf, fand ich relativ anstrengend, weil ständig was gekommen ist. Im Prinzip gut, aber wenn ich Radio höre, Fernseh gucke, kriege ich auch Infos. Weil man dann vorgewarnt ist und dann auch die Augen offen halten kann. Ich bin regelmäßig in der Stadt, ich arbeite in Duisburg. Dann ist es ja nicht verkehrt, nochmal eine extra Warnung zu bekommen, wenn wirklich was Schlimmes passiert. Sicher ist sicher. Man weiß ja nicht, was kommt, ne? Für Nina entstehen keine Kosten, weder für die Stadt Duisburg noch für den Nutzer der App. Das Land NRW stellt die dafür vorgesehene Technik zur Verfügung. Ob die App flächendeckend genutzt wird und inwieweit sie vor Gefahrenlagen schützt, wird sich noch in den nächsten Monaten herausstellen. Den Testlauf der letzten Woche und die erste Warnung aufgrund des Brands im Recyclinghof Hochfeld hat sie auf jeden Fall bestanden.